Tanja Mehring ist wegen Körperverletzung und Raubes angeklagt. Die 19-Jährige schwärmt für den gut aussehenden Chris und wollte unbedingt auf eine Party gehen, zu der auch der Kfz-Mechaniker kommen wollte. Doch die Party wurde von Martina veranstaltet und sie hatte sich eine ganz besondere Gemeinheit ausgedacht. Wer zur Party zugelassen werden wollte, musste sich mit Fotos vorher auf einer Internetseite dafür bewerben. Nur wer schön genug war, erhielt eine Einladung. Für Tanja endete dies mit einer demütigenden Absage. Am Abend der Party versuchte sie trotzdem, am Türsteher vorbeizukommen und wurde von Jacqueline vor den anwesenden Gästen erneut bloßgestellt. Noch in der gleichen Nacht wird Martina bewusstlos geschlagen und beraubt. Wollte sich die Angeklagte für die erlittene Demütigung rächen? Sie heißen Tanja Mehring, geboren am 5. Juli 1992 in München. Sie wohnen in Fürthberg. Sie sind ledig Supermarktkassiererin. Ja, noch. Wenn mich meine Chefin hier sieht, dass ich verurteilt werde, dann wird es nichts mehr. Die Supermarktkasse ist eine Vertrauenssache. Das hätten Sie besser mal vorher überlegt. Ich habe das nicht gemacht, okay? Ich lasse mir hier bestimmt nichts anhängen. Geht ja gut los mit den beiden. Also, Sie dürfen sich nachher äußern. Erst hätte ich bitte gern, dass der Staatsanwalt die Anklage verliest. Am 23.09.2011 gegen 22.40 Uhr verfolgte die Angeklagte unbemerkt Martina Lohse, die gerade auf dem Weg war, weitere Getränke für ihre Party im Tarotstüberl in Fürthberg zu kaufen. Um an deren Geldbörse zu gelangen, packte die Angeklagte das Opfer von hinten an den Haaren und schlug ihren Kopf derart fest gegen eine Hauswand, dass sie bewusstlos zu Boden sackte. Dann nahm sie die Geldbörse mit 600 Euro an sich und flüchtete. Martina Lohse erlitt eine Platzwunde über dem rechten Ohr und ein Schädelhirntrauma ersten Grades. Die Angeklagte wird somit des Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 249.1. So, Frau Mehring, jetzt können Sie sich äußern, wenn Sie wollen. Natürlich möchte ich, weil das alles gar nicht stimmt. Ich habe es nicht nötig, andere Leute zu beklauen. Abgesehen davon war ich um 20 vor 11 schon zu Hause. Erklären Sie mir, warum Sie dann noch in der Nähe des Tarotstübels gesehen wurden, also da, wo die Party stattgefunden hat. Weil ich davor gesehen worden bin und danach bin ich gleich nach Hause und habe mich auf die Couch gechillt. Einfach so, ja? Natürlich einfach so. Mir war eh klar, dass ich am Türsteher nicht mehr vorbeikomme. Und was will ich dann noch auf der beschissenen Party? So beschissen, Entschuldigung, können Sie die Party nicht gefunden haben. Sie sind schließlich aufgetaucht. Und das, obwohl Sie vorher schon ganz unschön, ganz gemein abgelehnt worden sind, als die Einladungen vergeben wurden. Ach, das hat mich gar nicht weiter interessiert. Also für diese Party, die Frau Lohse da veranstaltet hat, da gab es wohl vorab im Internet so eine Art Auswahlverfahren. Ja, also von Martina, ein Freund hat hier eine Internetseite gebastelt. Auf die konnte man dann ein Foto hochladen. Und die wurden dann kommentiert und am Ende hat eine Jury entschieden, wer eine Einladung bekommt. Und was waren da so die Auswahlkriterien? Aussehen, Styling, Coolness. Also lauter Äußerlichkeiten? Ja klar, ist ja auch das Wichtigste. Und die Jury hat dann entschieden. Und wer saß da in der Jury? Martina und ihre drei Freundinnen. Die haben eiskalt jeden abblitzen lassen, der nicht stylisch genug war. Ich kann das eh nicht so ganz nachvollziehen, wieso sich junge Leute überhaupt so einer Jury stellen. Und das alles nur, um auf eine Party zu kommen. Ja, das war ja auch nicht irgendeine Party. Ich meine, Martina hat schon ein Händchen fürs Feiern, das muss man ihr lassen. Und es war schnell das Szenetreffen Nummer 1. Und abgesehen davon, weil in unserem Kaff eh nichts los war, waren halt auch die Luschen da. Dann musste man erst mal aussieben, hätte ich an Martinas Stelle auch gemacht. Und wenn man wie Sie aussieht, wird man eben ausgesiebt, ne? Haben Sie nicht mit gerechnet? Also, dass ich keine Einladung bekommen habe, war total lächerlich. Ich meine, schauen Sie sich Martinas Freundinnen noch mal an. Keine von denen sieht nur annähernd so geil aus wie ich. Ey, träum weiter. Hey, aber echt, sowas Eingebildetes. Schon mal in den Spiegel geguckt und sowas sitzt in der Jury, oh mein Gott. Hey, pass auf, was du sagst. Also, Sie sind dann die Freundin von Frau Lohse, nehme ich an, oder? Jetzt erkläre ich Ihnen vielleicht mal was, wenn Sie hier die Verhandlung bis zum Ende verfolgen wollen. Dann sollten Sie ab jetzt besser den Mund halten. Ist es richtig? Sie waren doch extra beim Fotografen, um Fotos von sich schießen zu lassen, um ihre Chancen zu steigern. Stimmt, ne? Ja, ich wollte schon immer mal schöne Fotos haben von mir. Schön. Und trotz dieser schönen Fotos von Ihnen hat die Jury gesagt, nee, die wollen wir nicht dabei haben, ne? Mit welcher Begründung wurden Sie abgelehnt? Ich war angeblich zu hässlich, also ich bitte Sie. Gut, also, ob berechtigt oder nicht berechtigt, diese hämische Begründung, die dann folgte, die war ja für jeden auf dieser Internetseite frei zugänglich, ne? Jeder konnte das lesen. Da waren Sie ganz schön gedemütigt, oder nicht? Also ich habe da gar nicht viel drauf gegeben. Die hatten nur Angst vor Konkurrenz. Naja, aber Tatsache ist, Sie haben am Ende, warum auch immer, keine Einladung bekommen. Und da frage ich mich natürlich, wieso sind Sie dann trotzdem abends da bei der Party aufgetaucht? Ja, das hat mich gar nicht weiter interessiert. Eben, das denke ich auch. Wenn ich da nicht eingeladen war, dann gehe ich nicht hin, weil ich sage, wer mich nicht einlädt, der interessiert mich auch nicht. Aber Sie sind ja da aufgetaucht abends, oder? Ich habe Nein einfach nicht akzeptiert. Gut, aber dann ging es ja weiter. Es gab ein zweites Nein. Da standen Sie da vorm Türsteher. Was hat der gesagt? Nein. Und das war doch richtig demütig. Da kommen Sie schon hin, kommen nicht rein.
Ach, Martina hat nur eine große Klappe. Was die da gelabert hat, ging da rein und da wieder raus. Ja, das nehme ich ihr nicht ab. Und zwar sage ich noch deswegen, weil ein gewisser Chris doch in der Schlange genau hinter ihnen stand. Und der hat alles hautnah mitbekommen. Chris war doch der Grund, warum sie überhaupt so abgegangen ist. Sie wusste ganz genau, dass sie 100% keine Chance gegen mich hatten, dass ich sie ausstechen werde. Und hatten Sie denn auch Interesse an diesem Kuss? Ja klar, der Typ ist der Hammer, auf den ist jede scharf. Ja, gut, und anstatt bei ihm zu landen, muss dieser Schwarm von Ihnen erleben, wie Sie da abgewiesen werden. Ich meine, das ist doch peinlich, oder? Ist doch ganz peinlich gewesen. Eine Stinkwut müssen Sie gehabt haben. Und diese Wut haben Sie dann später an der Frau Lohse ausgelassen. Als die nämlich aufgetaucht ist, da sind Sie hinterher und haben auf Sie eingeschlagen, so wie ich es angeklagt habe. Nein, so war das nicht wirklich. Und Herr Staatsanwalt, wenn ich Sie mal darauf hinweisen darf, das Motiv, das Sie meiner Mandantin unterstellen, das teilt sie mit mindestens 50 anderen jungen Leuten. All die Abgewiesenen wollten auf die Party und haben keine Einladung bekommen. Ja? Und Spuren gibt es nun mal auch mehr als genug. Und vielleicht darf ich mal eine Spur hervorheben. Ja? Der abgebrochene Fingernagel von Frau Carmen Zorner, einer guten Freundin von der geschädigten Lohse. Das macht doch Frau Zorner mindestens so verdächtig wie meine Mandantin. Vielleicht gab es Streit zwischen diesen beiden. Aber Frau Lohse wurde ja nicht nur niedergeschlagen, ihr wurde ja auch noch der Geldbeutel mit 600 Euro in bar entwendet. Genau, die Summe wurde bei Ihnen sichergestellt. Woher hatten Sie das Geld? Sagen Sie es mir. Ja, von meinem Konto natürlich. Da gab es letztens ja keine einzige Abbuchung in dieser Höhe. Also erklären Sie mir auch das. Ja, ich habe halt auf mehrere Male abgehoben, mal 50, mal 100 Euro. Und einen Teil habe ich mir halt beiseite gelegt, weil ich nach einem gebrauchten Auto schauen wollte. Eben, also Geldsorgen hatte meine Mandantin mit Sicherheit nicht. Ganz anders sieht es aber da bei dem Stiefvater von Frau Lohse aus. Er hatte einen Streit mit seiner Stieftochter noch kurz vor der Tat, wenige Stunden vor der Tat, weil er mal wieder pleite war und sich Geld leihen wollte. Ja, Frau Lohse hat aber nichts rausgerückt. Komischerweise hatte der Stiefvater aber am nächsten Tag Geld. Ja, 50 Euro, aber eben nicht 600, Frau Verteidigerin. Ja, weil er nicht so dumm war und die ganze Summe dann mit sich rumschleppt. Aha. Er wird schon gewusst haben, dass seine Stieftochter am Tag der Party mit mehr Geld rumläuft als sonst. Ja. Und die Gelegenheit hat er einfach genutzt. Nach dem Geld können wir ihn fragen, wenn er dann als Zeuge dran ist. Jetzt Fragen noch an die Angeklagte. Keine Fragen, dann nehmen Sie bei der Verteidigerin bitte schön Platz. Martina Lohse wird euch in die Beweisaufnahme ein. Guten Tag, Frau Lohse. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Zunächst die Belehrung. Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja? Sie heißt Martina Lohse, 21 Jahre alt. Sie wohnen in Fürthbach. Sie sind ledig, Verkäuferin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ganz genau. Die Angeklagte, Frau Mehring, die soll Sie am Abend des 23. September niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Hammerhart, oder? Ich wusste schon genau, warum ich die nicht auf der Party haben wollte. Die Party ist das gute Stichwort. Also Sie waren da Veranstalter, aber stattgefunden hat das alles in diesem Club, oder? Ja, genau. Mhm. Ja, dann erzählen Sie mal, was an dem Abend passiert ist. Ja, wir, meine Mädels und ich, haben den ganzen Nachmittag geschuftet, damit die Party der Hammer wird. War klasse, Mädels. Ich meine, da hängt ja auch natürlich sehr viel dran. Ich meine, die Getränke müssen ins Lager gebracht werden. Die Technik für den DJ muss klar gemacht werden. Es war super stressig und ich war natürlich dann auch froh, als es endlich losging. Mhm. Und da kam man wohl nur mit Einladung rein? Das heißt, es ist kontrolliert worden, nehme ich an. Ja, natürlich. Der Jürgen, Freund von mir, der war Türsteher an dem Abend. Ich habe mich natürlich anfangs gleich mit dazugestellt, um meine Gäste eben persönlich zu begrüßen. Mhm. Aber damit hat die Tanja wohl nicht gerechnet. Sie dachte ernsthaft, sie könnte sich ohne Einladung reinmogeln. Also ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, warum du mich von Anfang an nicht eingeladen hast. Weil du auf Chris stehst und weil du weißt, dass du 100% keine Chance gegen mich hast. Ach so, wegen solchen wie dir haben wir das Casting doch erst eingeführt, damit Billig keine Chance mehr hat. Also, wenn ich von da hinten noch mal so Sachen höre, dann haben sie hier gleich nichts mehr zu suchen, ja? Zum Casting kommen wir gleich noch, jetzt erstmal zu dem Überfall, wenn sie den schildern würden, wie der abgelaufen ist. Okay, also ich wollte Getränke besorgen und weil mein Auto in einer Seitenstraße geparkt war, musste ich erstmal durch die Dunkelheit. Wieso während der Party Getränke besorgen? Ja, schlechtes Timing, ich weiß. Wir hatten falsch kalkuliert. Die Leute haben kaum Bier getrunken, sind gleich an die harten Sachen ran. Und da wollte ich eben bei der nächsten Tage Nachschub besorgen und habe extra 600 Euro aus meiner Tasche geholt. Und haben Sie bei solchen Partys immer so viel Geld im Bar dann bei sich? Ja, schon. Also es ist ja schon öfter was ausgegangen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, weil meine EC-Karte meistens ab und zu spinnt, habe ich eben vorher schon was abgehoben. Ja. Haben Sie etwas bemerkt, ob Ihnen jemand folgt? Na, überhaupt nicht. Das kam total überraschend, als mich dann plötzlich jemand so hier seitlich am Kopf gepackt hat und mit voller Wucht gegen die Hauswand gedonnert hat. Ich konnte nicht mal schreien, da sind mir die Lichter schon ausgegangen. Laut medizinischem Gutachten erlitten Sie eine Platzwunde über dem rechten Ohr und ein Schädelhirntrauma ersten Grades. Können Sie sich an irgendwas erinnern dann?
Ich weiß nur noch, als ich wieder zu mir gekommen bin, dass jemand ganz in der Nähe von mir war, nur ein paar Schritte entfernt. Sie sagen jemand? Haben Sie diesen jemand erkannt, diese Person? Na, wie gesagt, ich war total benommen und wie auf Droge. Ich konnte alles nur total verschwommen sehen. Wie hat die Person sich denn verhalten? Ja, die Person war gebückt, ist dann wieder aufgestanden und ist dann weggelaufen. In welche Richtung? Ja, Richtung Wurmloch, da wo sie halt wohnt. Ich meine, Sie hatten ja einen Schädelhirntrauma ersten Grades. Ja. Da ist die Bewusstlosigkeit in der Regel nur von kurzer Dauer. Das erklärt auch, warum Sie dann doch noch mitbekommen haben, wie die Angeklagte das Portemonnaie aufgehoben hat und dann vom Tatort weggerannt Immer schön ist. Langsam, Herr Staatsanwalt. Hat irgendetwas an dieser verschwommenen Person auf meine Mandantin hingewiesen? Nein, aber mein Stiefvater hat sie doch gesehen. Ja, ich frage jetzt aber nicht Ihren Stiefvater, sondern Sie. Also nochmal, hätte die Person nicht jeder sein können? Ja, theoretisch ja. Auch eine männliche Person? Ich sag doch trotzdem was, Tanja. Die war doch volle Kanne sauer, weil sie es nicht auf die Gästeliste geschafft hat. Meine Mandantin war ja nicht die Einzige, die von Ihnen eine Abfuhr gekriegt hat. Ja? So vielen Leuten wie Sie hier abgesagt haben und so viele Leute wie Sie gedemütigt haben, da haben doch einige ein Motiv. Wir haben niemanden gezwungen, sich zu bewerben. Haben Sie dieses Casting schon öfter durchgeführt? Nee, noch überhaupt nicht. Also es war jetzt die sechste Party und das erste Mal, dass wir ausgesiebt haben. Weil eben, ja natürlich, weil man nicht die ganzen Loser auf der Party haben will. Ja, Kindergeburtstag gibt's eben auch woanders. Ja, eben. Wissen Sie, ich tue mir doch den ganzen Stress mit Organisieren nicht an, damit dann eben die Top-Loser auf meiner Party abhängen. Wie muss ich mir so ein Casting auf einer Internetseite vorstellen? Naja, die Internetseite hat ein Freund von mir gebastelt. Und da konnte sich eben jeder mit ein paar persönlichen Infos und einem Foto eben bewerben. Es gab sogar eine Jury, die fair entschieden hat, wer eine Einladung bekommt. Also du und deine drei Groupies, das soll ja wohl ein Witz sein. Ihr habt doch jedes hübsche Mädel abblitzen lassen. Du meinst du damit nicht etwa dich, oder? Ihr hattet doch bloß Angst, dass euch jemand die Show stiehlt. Ich war doch Konkurrenz für euch. Und ganz ehrlich, die Carmen, die hat so einen Arsch, so jemand hat in der Jury nichts zu suchen. Hey, wenn du eine von uns beleidigst, beleidigst du uns alle. Also pass bloß auf, was du sagst. Mein Gott, sind Sie immer noch frustriert, ne? Das ist schon so lange her, immer noch so frustriert. Da kann ich mir vorstellen, wie es an dem Abend in Ihnen gearbeitet hat, ne? Und ich meine, wenn wir dann noch anschauen, mit welcher Beleidigung, ich sag mal wirklich, diese Ablehnung war ja schon irgendwo sehr, sehr beleidigend. Das muss Sie doch getroffen haben, zutiefst. Also diese Internetseite, die ist ja immer noch aktiv. Vielleicht schauen wir uns das einfach mal an. Gut. Wird in Augenschein genommen. Ja, da ist das. Und hier ist jetzt mal sind die Fotos der Angeklagten mit dieser Ablehnung. Und die Begründung der Jury darunter, billig geht gar nicht. Und der hässlichen Visage hilft auch die dickste Schicht Schminke nichts mehr. Also das geht schon sehr unter die Gürtellinie. Finde ich nicht zum Lachen, ehrlich gesagt. Wir waren nur ehrlich. Also ich habe ganz sicher 10-mal mehr Klasse als jede von euch. Wie viele Leute haben denn Fotos von sich auf diese Website hochgeladen? So ungefähr 400. Ja. Und wie viele haben Sie mit entsprechenden Kommentaren abgelehnt? So um die 50. Ja. Dann dürften mindestens 50 Leute genauso verletzt und enttäuscht wie meine Mandantin gewesen sein. Und jeder hätte damit auch ein Motiv, Herr Staatsanwalt. Schön Motiv, aber nur die 600 Euro wurden eben nur bei Ihrer Mandantin sichergestellt. Tut mir leid. Das mit den 600 Euro habe ich doch schon geklärt. Ich sage Ihnen was, ich glaube Ihnen halt kein Wort. Das ist das Problem. Außerdem, mein Stiefvater hat doch gesehen, wie sie abgehauen ist. Ja, was Ihren Stiefvater anbelangt, habe ich auch so meine Zweifel, was der hier sagt. Ja? Wieso das denn? Wieso das denn? Wie kommen Sie eigentlich mit ihm zurecht? Er ist halt der Partner meiner Mutter. Er klingt ja nicht gerade nach einer innigen Beziehung. Er ist ein Versager. Ich meine, ich weiß auch nicht, warum meine Mutter auf ihn steht, aber es ist auch ihr Problem und nicht meins. Wieso halten Sie ihn für einen Versager? Er ist zu faul zum Arbeiten und nutzt meine Mutter nur aus. Und was macht die? Die füttert ihn auch noch brav mit durch, wenn er das Geld in der Kneipe versäuft. Und stimmt es, dass Ihr Stiefvater wenige Stunden vor der Tat Geld von Ihnen leihen wollte? Zumindest erzählen es seine Kneipenfreunde, dass er mal wieder pleite war. Ja, das stimmt. Wann waren das genau? So circa um 3 Uhr nachmittags. Ich meine, der Typ hatte echt Nerven. Ich meine, als ob ich in dem Moment nicht genug andere Sorgen gehabt hätte. Wofür braucht er das Geld denn? Er hat mir was vorgejammert, von wegen, er hätte kein Geld, um sich was zum Essen zu kaufen. Also der Typ ist ganz schön erbärmlich. Ja, was ist mit Ihrer Mutter? Die war für 2 Wochen auf Malle. Und ich habe es überhaupt nicht eingesehen, ihm Geld zu geben. Das hätte er doch sowieso nur versoffen. Mhm. Wusste Ihr Stiefvater denn, dass Sie wegen dieser Party gerade über so viel Bargeld verfügen? Ich denke mal schon. Es war ja nicht das erste Mal. Und ich meine, er hat ja früher auch schon mal Getränke oder so für mich besorgt. Also, Ihr Stiefvater hat gewusst, dass Sie eine Menge Bargeld haben. Zweitens hat er dringend welches gebraucht. Und dann will er zufällig meine Mandantin am Tatort gesehen haben. Die Geschichte, die mag glauben, wer will. Ich nicht. Naja, dann fühlen wir doch mal Ihrem Stiefvater auf den Zahn. Wenn keine Fragen mehr an Sie sind, keine dürfen Sie den Platz nehmen. Manfred Grad, bitte. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Grad, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Guten Tag.
Zuallererst muss ich Sie belehren. Zum einen natürlich, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, sonst machen Sie sich strafbar. Auf der anderen Seite 55 StPO. Ich belehre Sie, dass Sie auf Einzelfragen nicht Auskunft geben müssen, wenn Sie sich doch eine wahrheitsgemäße Antwort selbst in Verdacht bringen könnten. Sie sind Manfred Grad, 46 Jahre alt. Sie wohnen in Fürthberg. Sie sind verheiratet. Maurer, sind aber zurzeit arbeitslos, habe ich gehört. Ja. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit der Frau Mehring, der vorgeworfen wird am 23. September abends, so gegen 22.40 Uhr, ihre Stieftochter bewusstlos geschlagen und beraubt zu haben. Bei der Polizei in der Vernehmung haben Sie ja schon ausgesagt, dass Sie da an dem Abend eine Beobachtung gemacht haben. Ja, genau. Ich bin um 10:30 am Balkon, um mir eine zu rauchen. Und da habe ich jemanden unten an der Ecke stehen sehen. Mhm. Also um das mal, wir haben da einen Lageplan, um das da mal zu verdeutlichen. Ihre Wohnung, die liegt da ganz in der Nähe von diesem Club, oder? Ja, genau. In Sichtweite kann man sagen sogar. Mhm. Ja. Was hat die Person gemacht? Die hat sich nach was gebückt. Haben Sie gesehen, wer das war? Nee, erst nicht. Es war ja dunkel. Und dann kam die Person auf mich zu und da habe ich gesehen, dass es die Tanja ist. Die wohnt ja ein Stockwerk über uns und hat dann die Haustür aufgesperrt und ist im Haus verschwunden. Hattest du die Frau Mehring was in der Hand? Nee, das weiß ich nicht. Hey, hast du wieder ein Sitzen gehabt, oder was? Mein Gott, ich hab nicht aufgepasst. Ich konnte ja nicht wissen, dass du da unten liegst, bewusstlos auf der Erde. Gibt's denn nicht? Also, diesen Geldbeutel hat man dann später in der großen Mülltonne am Hauseingang gefunden. Sagt Ihnen der was? Ja, ich hab gesehen, wie Tanja sich gebückt hat und den Geldbeutel von Martina aufgehoben hat. Also das ist Martinas Geldbeutel? Ja, richtig. Oder? Das können wir auch noch klarstellen. Und demnach muss sie ihn ja fest in der Hand gehabt haben. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Hatten Sie an dem Abend Alkohol getrunken? Ein Bier vielleicht. Also Moment mal, du bringst da irgendwas total durcheinander. Entweder warst du viel früher schon auf dem Balkon oder du kannst mich gar nicht gesehen haben. Ich bin genau um 7 Minuten nach 7:30 auf den Balkon gegangen. Das weiß ich ganz genau, weil nämlich unsere Uhr direkt neben der Zimmertür hängt. Herr Wosser, vielleicht können Sie ganz kurz mal die Skizze an den Bildschirm werfen. Genau, machen wir mal. Jetzt mal ganz kurz, Herr Zeuge, herschauen. Das ist der Wohnblock, in dem Sie auch Ihre Wohnung haben. Ja, da ist Ihr Balkon. Ja, richtig. Von dem haben Sie also runtergeschaut. Und jetzt ist es ganz interessant, gucken Sie mal. Das Opfer kam zum Liegen in etwa dort. Das heißt, das konnten Sie, wenn Sie noch mal kurz zurückfahren können, Herr Vorsitzender, das konnten Sie vom Balkon aus nicht sehen, das Opfer, wie es da liegt. Sehen Sie, das hat nicht gereicht, da war die Wand im Weg. Aber das Portemonnaie, das ist ihr wohl aus der Hand gefallen, hat es in der Hand gehalten und das ist dort gelandet, so 1-2 Meter entfernt. Und da hat sie natürlich direkt einen Blick drauf gehabt. Ne? Ja, genau. Und da hat sich auch die Tanja genau gebückt. Da hat sie gebückt, das haben Sie gesehen. Ne? Ja, richtig. Danke. Wie lange waren Sie denn auf dem Balkon? Na, bis ich die Schreie gehört habe. Ich habe ja erst gar nicht kapiert, dass das Martina ist und die da schreit. Ne? Aber um das einzuhören, wie viel Zeit lag denn zwischen den Schreien und dann dem Zeitpunkt, wo die Angeklagte ins Haus gegangen ist? Ja, vielleicht eine halbe Minute. Der lügt doch. Also hören Sie mal zu jetzt, ja? Erst soll er getrunken haben, jetzt lügt er. Ihnen fällt einfach nichts mehr ein, weil Sie nämlich von Lose gefolgt sind und Sie niedergeschlagen haben und ihr das Portemonnaie weggenommen haben. Nein. Herr Grad, können Sie sich eigentlich noch an den Streit mit Ihrer Stieftochter wenige Stunden vor dem Vorfall erinnern? Ja, sicher. Mhm. Worum ging es da genau? Naja, ich wollte mir von ihr ein bisschen Geld leihen, weil meine Frau war 2 Wochen auf Mallorca in Urlaub. Wir haben getrennte Konten. Auf meinem war halt Ebbe und ich hatte Hunger. Mama hat dir sicher genug dagelassen. Hättest du dem nicht gleich versaufen dürfen. Boah, jetzt werd aber nicht frech, ja? Hey, du solltest dir lieber mal einen Job suchen. Mit dem Geld, was du dann verdienst, kannst du machen, was du willst. Wenn es nach mir ginge, dann wäre ich noch Maurer. Ja? Aber was kann ich dafür, wenn ich entlassen werde? Und vom Arbeitsamt? Da kommt doch sowieso nichts Vernünftiges an Vorschlägen rüber. Ja, vom Arbeitsamt vielleicht nicht, aber da ein bisschen Eigeninitiative könnten Sie schon zeigen, oder? Das macht doch keinen Sinn, Herr Richter. Ich gehe jetzt auf die 50 zu. Da hat man in meinem Alter eh keine Chance mehr. Wenn Sie so an die Sache rangehen, dann brauchen Sie sich auch nicht wundern. Schon, oder? Das habe ich ihm auch gesagt. Deswegen habe ich es überhaupt nicht eingesehen, ihm was zu leihen. Ich arbeite auch hart für mein Geld und muss selber schauen, wie ich den Monat über die Runden komme. Hm. Nochmal, Sie müssen auch die Wahl sagen, mit welchem Geld finanzieren Sie eigentlich Ihre Partys? Mit der Bewerbung, also mit dem Casting auf der Homepage, muss man eben schon eine Unkostenpauschale von 15 Euro bezahlen. Sonst hätte ich ja überhaupt nicht die Miete für die Location bezahlen können oder die Getränke besorgen. Das war ja nicht mal mein Geld. Du hättest das Geld schon wieder bekommen. Ach so, wann denn? Wenn Mama wieder da gewesen wäre? Krieg endlich deinen Hintern hoch und besorg dir einen Job. Jetzt werd aber nicht unverschämt, du Göre. Also ich habe dich 2 Jahre lang durchgefüttert und noch länger, als ich noch einen Job hatte. Und? Du bist noch niemals meine eigene Tochter. Sie hielten es also für ihr gutes Recht, das Geld von ihrer Stieftochter einzufordern? Naja, sicher, man hilft sich doch in der Familie, in der Misere, oder nicht? Ja, und wie haben Sie dann reagiert, als die Hilfe nicht eingetroffen ist? Naja, ich bin nach Hause gegangen, weil sie wollte mir ja nichts leihen. Und groß rumdiskutieren brauche ich mit ihr nicht. Das macht also ich keinen bin Sinn. Nicht davon überzeugt, dass Sie diese Abfuhr so einfach hingenommen haben. Hast du denn eine Kleinigkeit vergessen?
Du hast mich übel beschimpft als Dreckstück. Du warst schon total süchtig nach deinem Alkohol und hast total die Kontrolle verloren. Stimmt das? Haben Sie Ihre Stieftochter so beschimpft? Keine Ahnung, ich war sauer. Kann sein, dass mir da was rausgerutscht ist. Sie haben da vorhin selber zugegeben, dass Sie pleite waren. Wie pleite waren Sie denn? Naja, ich hatte vielleicht noch 2 Euro in der Tasche. Damit kommt doch kein Schwein 2 Wochen lang mit aus. 2 Euro, das soll ja ernst sein. Wissen Sie was? Ich habe mit dem Wirt aus Ihrer Stammkneipe am nächsten Tag gesprochen. An dem Vormittag nach der Tat haben Sie dort mindestens 4 Pils getrunken. Ein Pilz a 2,70 Euro macht weit über 10 Euro. Und ich weiß auch, dass Sie mit einem 50-Euro-Schein bezahlt haben. Wie erklären Sie sich das? Ach, das. Ja, woher hatten Sie denn das Geld? Ich habe es in der Schachtel im Schlafzimmer gefunden. Wahrscheinlich war es eine eiserne Reserve meiner Frau. Ja gut, dass jetzt mit der Tante aus Amerika daherkommt. Diese Geschichte nehme ich Ihnen nicht ab. Wissen Sie was? Sie haben meine Mandantin nicht gesehen. Sie sind Ihrer Stieftochter gefolgt, weil Sie wussten, dass sie jede Menge Bargeld bei sich hatte. Ich hau doch nicht ab, meine eigene Stieftochter K.O., selbst wenn sie noch so undankbar ist. Das traue ich Ihnen durchaus zu. Sie haben nicht gewusst, wie Sie in den nächsten Tagen und Wochen über die Runden kommen sollen. Und da haben Sie zu diesem Mittel gegriffen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und das war die Tanja. Und nach den 50 Euro fragen Sie doch einfach meine Frau. Haben wir längst getan, der hat das auch bestätigt. Ich glaube nicht, dass die hier für Sie lügt, denn immerhin geht es um einen feigen Anschlag auf die eigene Tochter. Ja, genau. Es gibt viele Frauen, die stellen sich nach wie vor hinter ihre Männer, auch wenn es auf Kosten der Kinder geht, weil sie einfach Angst haben, ihren Partner zu verlieren. Gut, aber ich meine, diese 50-Euro-Frau-Verteidigerin, die jetzt bei meinem Grat waren, haben doch trotzdem nichts zu tun mit den 600 Euro. Und von denen spreche ich ja. Ich meine, die Geschädigte hat 600 Euro vom Automaten abgehoben. Die waren bei ihrem Portemonnaie gewesen und das ist wichtig. Als sie zusammengeschlagen wurde, hatte sie 600 Euro bei sich gehabt. Und ist doch nicht ausgeschlossen, dass diese 50 Euro aus den 600 Euro stammen. Naja, Vielleicht verstehen Sie mich jetzt. Ich habe eine Bestätigung der Bank hier. Also da wird bestätigt, dass der Automat eine Summe von 600 Euro standardmäßig in genau der Stückelung auswirft, nämlich 3x100, 4x50, 8x10 und 4x5 Euro, wie es bei dem sichergestellten Geld der Fall ist. Mal ganz ehrlich, wollen Sie noch mehr haben, Frau Verteidigerin? Ich meine, das zeigt doch ganz klar, dass Ihre Mandantin genau dieses Geld geraubt hatte von der Geschädigten. Nein, das Geld gehört mir. Das Geld, das Sie bei mir gefunden haben, das habe ich auf mehrere Male abgehoben. Die 600 Euro wurden in Ihrem Geldbeutel sichergestellt. Und zwar genau in dieser Stückelung, ja? Alles Zufall, reiner Zufall, ne? Und Sie haben das die ganze Zeit mit sich rumgetragen. Ja, das kann ich ja wohl machen, wie ich will. Seltsam ist nur, dass die Scheine dann immer noch so glatt waren. Glatt, wie sie ein Automat auswirft. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, Frau Mehring, wie dieser Zufall zu erklären ist. Ja, vielleicht habe ich halt einen guten Geldbeutel, was weiß ich. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf diesen Quatsch. Sie wissen ganz genauso gut wie ich, dass Sie hier Unsinn erzählen. Und wenn ich an Ihrer Stelle wäre, mal ganz ehrlich, würde ich mir wirklich überlegen, ob ich einfach das Ganze zugebe. Sie kommen doch aus der Nummer nicht mehr raus, Frau Mehring.